starten direkt in den nächsten Block rein. Ich freue mich natürlich, jetzt beim Lukas hier angedockt zu haben, dass Lukas hier schon vorbereitet hat. Er zeigt wenig Interesse, dass ich jetzt hier rede, weil der steht auch hinten im Foyer und redet. Gell, Alex? Hier könnt ihr ja gerne mal reinkommen. Ja, super. Genau, ich meine, hey, Lukas hat aber ziemlich kräftig vorgelegt. Und jetzt, jetzt wird es eigentlich mega langweilig, einfach nur praktisch, keine Nuggets mehr. Nee, also ich glaube, dass dieser nächste Block euch auch einiges weiterbringen wird. Also Lukas, danke, ich habe echt was gelernt. Super. So, und wenn auch Ruhe einkehrt, wenn auch noch hier das Foyer vollends geräumt ist, das ist ja natürlich super. Wunderbar. Hey, schön. Also mein Block hier, der geht eigentlich im Gesamten um ein Thema, um das Thema Kultur. Und das ist so ein bisschen so die Überschrift drüber, darum habe ich es gar nicht eine Überschrift, weil ihr könnt selber aufschreiben. Und ich möchte da einfach mal andocken, auch so, hey, warum, so, sozusagen, was eigentlich da die Grundlage auch in der Bibel ist überhaupt für das Thema. Und zwar ist es so, dass Jesus hat eigentlich die komplette Zeit, wo er auf dieser Erde war, hat er das, oder zumindest in seiner Wirkungszeit der 3 Jahre, hat er das Königreich Gottes gepredigt. Jesus hat nicht von der Erlösung so viel geredet. Das Ding ist, das ganze Kreuz und die ganzen Dinge, das ist alles erst nach Jesus seinem Tod von der großen Relevanz geworden. Aber die Lehre von Jesus war gar nicht so sehr das Kreuz oder sonst irgendwelche Dinge, sondern seine Lehre war das Königreich Gottes. Ein Königreich ist ein Königreich. Wir kennen das Königreich von Großbritannien, wir kennen das Königreich von dies und das, ja. Das Königreich ist ein tatsächliches Reich. Das ist tatsächlich etwas, das wirklich da ist, es hat eine Substanz. Und dieses Königreich hat Jesus gepredigt und das hat Jesus gebracht. Und das ist eigentlich die Kernbotschaft. Das Königreich Gottes. Wir sollen auch beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Diese Dinge, das ist die Kernbotschaft von Jesus. Wenn man zusammenfasst, was ist die Kernbotschaft von Jesus? Es ist eigentlich das Königreich Gottes. Ein Teil davon ist die Erlösung, aber es ist nicht die Kernbotschaft. Die Kernbotschaft ist das Königreich Gottes. Das ist recht krass. Ja, und darum finden wir auch das Königreich Gottes, finden wir auch schon im Alten Testament. Darum ist das Alte Testament noch von einer großen Relevanz. Und das Ding ist, das Königreich Gottes hat eigentlich eine Kultur. Jedes Reich, jedes Land, jeder Ort besitzt eine Kultur. Wenn man zum Beispiel in Südafrika fährt man auf der linken Seite. Warum? Weil Großbritannien mal sozusagen in Südafrika eine Kolonie hatte. Das war sozusagen die Kolonie dort. Und was das Königreich macht, ist die Kultur von dem Königreich an die ganzen Orte zu bringen, wo das Königreich sich ausbreitet. Darum fährt man in so vielen Ländern links, weil die Briten halt gedacht haben, lass uns mal anders sein, lass uns unser Königreich ausweiten. Und wenn man ein Land verändern möchte, muss man mit der Kultur anfangen. Wenn die Kultur sich verändert, dann verändert sich alles. Und das sehen wir auch zum Beispiel bei Jesus an so vielen Orten, wo er eigentlich das Königreich Gottes bringt. In Markus 6 sehen wir zum Beispiel, Jesus ist in seiner Heimatstadt in Nazareth. Und da heißt es, dass Jesus keine Wunder tun konnte, wegen ihres Unglaubens. Das ist so krass. Wegen ihres Unglaubens konnte Jesus keine Wunder tun. Das bedeutet, dass dort eine Kultur war von Unglauben. Da war wie eine Atmosphäre des Unglaubens. Das war eine Kultur dort. Da war so dieses, das ist ja nur Jesus. Das ist doch der Sohn des Zimmermanns. Warum sollte der Wunder tun? Warum sollte da was passieren? Warum konnte Jesus keine Wunder tun? War er plötzlich nicht mehr Gott? Hat ihn plötzlich der Heilige Geist verlassen? Nein, es war derselbe Gott, dieselbe Autorität, derselbe Geist, aber in der Umgebung konnte er keine Wunder tun. Das ist recht krass. Das heißt nicht, Jesus tat keine Wunder, weil er sie blöd fand, sondern er konnte dort wegen ihres Unglaubens keine Wunder tun. Das heißt, und ich frage mich da einfach so, willst du an dem Ort, wo du bist, möchtest du einen Raum geben für Gottes Wirken oder ist es da, wo du in Leiterschaft bist und in Leiterschaft kommst, dass dort vielmehr so das ist, wo Jesus sagen würde, wegen der Kultur, die dort herrscht, konnte ich nicht wirklich wirken. Und das ist eigentlich runtergebrochen in meinen Augen, was Leiterschaft ist. In meinen Augen ist Leiterschaft in erster Linie eine Kultur zu schaffen, wo Gott sich bewegen kann. Das ist der Gedanke von der Kultur des Königreichs Gottes.
mich am besten anlassen. Die Kultur des Königreichs Gottes bedeutet, wir adaptieren sozusagen das, was im Himmel ist, und setzen das hier auf der Erde um. Wir schauen nicht, was ist die Kultur halt hier in Villingen-Schwenningen, was ist die Kultur in Singen, was ist die Kultur im Schwarzwald, im tiefsten Schwarzwald, und wie können wir diese Kultur in unsere Kirche reinbringen. Lass es doch auch phlegmatisch sein, lass es doch auch pessimistisch sein, weil die Kultur ist hier so. Nein, Königreich Gottes hier auf diese Erde zu bauen, bedeutet, wir schauen, was ist die Kultur im Königreich, und legen die auf die Kultur, die wir hier haben. Das ist, wie eine Gegend und eine Stadt und eine Familie und eine Kirche verändert wird, wenn wir nicht sagen, wir lassen uns nicht von der Kultur, die hier herrscht, diktieren, sondern wir nehmen das Königreich und bringen das auf diese Erde. Das ist der Gedanke, wir sind Botschafter vom Königreich Gottes. Wir sollen das Königreich Gottes bauen, aufrichten, voranbringen hier. Wir sollen die gute Botschaft vom Königreich Gottes verkünden. Das bedeutet, wir nehmen das Königreich Gottes und legen das hier drauf. Ja? Gottes Kraft landet und bewegt sich nur in einer Königreichskultur. Gottes Kraft landet und bewegt sich nur in einer Königreichskultur. Die wird nur freigesetzt, Gottes Kraft wird nur freigesetzt, wenn wir bereit sind, die Königreichskultur zu leben. Und der Teufel, der arbeitet in Atmosphären und Umgebungen, die diese Königreich-Gottes-Kultur zerstören möchten. Und jetzt ist einfach die Sache, Königreich-Gottes-Kultur ist natürlich ein sehr breiter Begriff. Da ist natürlich sehr, sehr, sehr viel drin. Und das ist eben die Schönheit an der Vielfalt von Gemeinden. Weil das ist auch der Auftrag von der Vielfalt der Gemeinden, dass jeder wie einen Fokus hat. Jeder eigentlich rausfindet, was die Kultur vom Königreich Gottes, das für uns auch spezifisch unser Auftrag ist. Und das ist der Gedanke von Vision. Was ist der Vision von mir in meiner Gemeinde? Was ist die Vision von meiner Kleingruppe? Und dass ich ein Stückchen Königreich Gottes prägen kann. Und so verändern wir wirklich etwas. Und das ist sozusagen die Grundlage von dem ganzen Thema Kultur. Kultur ist nicht irgendwie nur, lass uns mal strategisch schauen, was können wir da bauen, sondern Kultur ist immer, wenn ich auch Kultur rede, ist sozusagen wirklich die Königreich Gottes Kultur. Heißt es, was sagt das Königreich, wie sieht es im Himmel aus und wie können wir das auf diese Erde bringen? Ja, das ist so der Gedanke davon. Und ich sehe so, Kirche ist das effektivste Mittel seit 2000 Jahren, um Menschen für Jesus zu erreichen. Es gibt auch verschiedene andere Tools, aber Kirche ist bislang das effektivste, warum er natürlich auch Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Ja, weil es eine Erfindung von Jesus ist. Kirche ist nicht eine Erfindung von Menschen, sondern von Jesus. Und darum ist es auch das effektivste Mittel. Und darum bin ich auch sowas von pumped, dass wir hier Christen ausbilden können, um in Leiterschaft zu wachsen, weil das Ding ist einfach, alles steht und fällt mit Leiterschaft. Jesus hat sich seine 12 Jünger rausgesucht, ja, und auf denen hat sich das Christentum verbreitet. Er hat so stark in Leiterschaft investiert, er hat 11 krasse Leiter ausgebildet, und Judas gibt's immer, das heißt, sei nicht geschockt, wenn irgendjemand bei dir völlig durchdreht, weil Judas gibt's immer, sogar bei Jesus. Ja? Beim besten Leiter, da gibt's einen Judas. Ja? Also, da dürfen wir uns nicht schockieren. Jesus hat 11 Leute ausgebildet und auf denen ist das Christentum entstanden. Das heißt, er hat Multiplikation verstanden. Er hat gesehen, hey, die Kirche ist das effektivste Mittel. Er hat sich verzwölffacht sozusagen. Ja, dann ist ja der Matthias dann noch nachgekommen. Und ich sehe auch so, hey, zum Beispiel auch dass wir wirklich auch nochmal eine neue Vision auch bekommen, hey, für unsere, auch für unsere Gottesdienste, für was wir als Kirche tun. Wir gehen vielleicht da manchmal rein und denken so, hey, das ist einfach so normal. Das ist halt ein normaler Sonntag. Vielleicht ist es für dich ein normaler Sonntag, für eine andere Person dreht sich die Ewigkeit dort. Und dass wir da mal sehen, was da passiert und was da bewegt werden kann. Und dass uns das mal auf dem Schirm ist und dass das unser Herzensanliegen ist. Ja, und dass wir da sehen, hey, und dafür machen wir das Ganze, dafür bilden wir das aus. Weil ich sage eins, hey, wenn Menschen jetzt zu Jesus kommen, dann müssen die angeleitet werden. Und ich glaube auch bei uns, auch wir müssen angeleitet werden. Hier gibt es vielleicht 100er Leiter, 50er Leiter, 10er Leiter. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, ich möchte überhaupt in Leiterschaft wachsen. Vielleicht bist du noch gar kein Leiter, noch nicht mit einem Amt. Aber das ist eben da, wo wir sehen wollen, hey, wir wollen euch ausbilden, wir wollen jeden ausbilden. Und auch, und ich liebe es halt auch selber zu teachen, weil ich merke, ich selber lerne halt brutal viel immer dran. Ja? Und unser Ziel ist jetzt nicht, eine große Kirche zu schaffen, sondern eine starke Kirche zu bauen.
Weil eine starke Kirche wird automatisch groß. Eine starke Kleingruppe wird automatisch groß. Eine starke Range-Arbeit, eine starke Jugendarbeit wird automatisch groß. Ich muss mich nicht beim Joas, bei meinem Sohn, der hinten die ganze Zeit rumschreit, muss ich mich nicht drum kümmern, dass er wächst. Ich muss nur schauen, dass er gesund bleibt. Und dann wird er automatisch wachsen. Wenn er nicht mehr wächst, dann muss ich schauen, dass ich ihn gesünder ernähre. Und wenn wir in unsere Dinge schauen, da geht es nicht darum, um Wachstum zu kreieren. Es geht nicht darum, oh, ja, wir schauen nur auf Zahlen. Nee, wir schauen nicht auf Zahlen, sondern wir schauen auf Menschen und jeder Mensch zählt. Jeder Mensch zählt. Und darum sind doch Zahlen oft eine Reflexion von dem, wie wir auch investieren. Ja? Und wir wollen hier wirklich euch stärken, jeden Einzelnen stärken. Und wir nutzen die Kirche, um Menschen zu bauen und nicht den Menschen, um Kirche zu bauen. Wir wollen nicht den Menschen missbrauchen und zu sagen, oh cool, hier, was Lukas davon aufgezeichnet hat, super. Ja, wie können wir jetzt irgendwie unsere Kirche bauen mit den Menschen, mit ein paar Sklaven da? Ja, sondern wie können wir den Menschen entwickeln, Menschen befähigen, Menschen zu Jünger machen, Menschen Jesusähnlicher werden lassen und mit der Kirche, mit der Gruppe, wo du drin bist. Und das Ding ist einfach, ihr seid hier bei einer Leiterschulung. Und das hat Lukas schon so schön gesagt, alles steht und fällt mit dem Leiter. Es läuft gut, super Leiter. Es läuft schlecht. Leiter, dann schauen wir mal ein bisschen, wie du wachsen kannst. Weil wenn der Leiter wächst, dann wachsen alle. When the leader gets better. Oh ja, yeah, come on. Hey, und das, was du leitest, und wie die Sache dort aussieht, ist immer eine Reflexion vom Leiter. Wir schauen mal in Fußballmannschaften. Bei einer Fußballmannschaft ist es so, wenn die abkackt, dann holen die nicht einen neuen Spieler, sondern die holen einen neuen Trainer. Und das ist eben der Schlüssel, dass wir als Leiter nicht Dinge abschieben, sondern dass wir Verantwortung übernehmen. Und das ist für mich das, was mich, das juckt einen schon manchmal richtig, wenn man so merkt, ich bin gerade mit meinem Latein am Ende. Das, was Lukas aufgezeichnet hat mit den Phasen, dass du an einen Punkt kommst und du merkst, ich komme gerade nicht weiter. Ich bin gerade stecken geblieben. Ich habe gerade eine Leidenschaft verloren. Und dann ist die Sache, gibst du auf oder pushst du durch? Setzt du dich mit auseinander und wächst und möchtest und schaust, dass du von Leuten lernen kannst, dass du da reinwächst in die Leidenschaft, die Gott eigentlich für dich hat. Und kurz zum Hintergrund, ich bin eben Pastor hier im ICF von Singen und Villingen. Wir haben vor 7 Jahren das ICF Singen gegründet und ich kam dort mit 21 Jahren, hatte keine Ahnung von irgendwas. Ja, eine Jugend mit 30 Leuten sozusagen geleitet und das war es sozusagen. Und ich habe dann auch viel gelesen, viel gemacht und Dinge gingen, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie, kennst du das auch, wenn du an einem Ort bist und denkst so, irgendwie ich mache alles, was ich kann und trotzdem ist es irgendwie nicht so, wie ich es mir wünsche. Ja? Und so viele Dinge und habe ich gemerkt, okay, nicht die Lehre ist der Schlüssel. Nicht, oh, jetzt nur beten, lass uns nur beten und plötzlich irgendwie beten wir halt, aber irgendwie ist auch nicht nur der Schlüssel. Ja, weil Jesus hat nicht gesagt, keine Ahnung, sitzt in Jerusalem und betet für die Welt, dass sie gerettet wird, sondern er hat gesagt, geht in alle Welt, macht zu Jüngern und so weiter und so fort. Ja, das heißt, viel Verantwortung liegt bei uns. Ja, es war nicht der Schlüssel, jetzt noch bessere Gottesdienste zu machen. Es war nicht der Schlüssel, Kleingruppen zu optimieren. Es war nicht der Schlüssel, bessere Systeme zu schaffen, sondern ein Ding, wo ich gemerkt habe, da hat sich was verändert, das war das Thema Kultur. Darüber habe ich nie was gehört, darüber habe ich nie was gelesen. Das war irgendwie, ich durfte es entdecken und ich habe dann, als wir mal mit ein paar Pastoren zusammen waren, da hat sich irgendwie da was geöffnet. Und da habe ich gemerkt, das Thema Kultur, das ist wie eine Substanz und das durchtränkt alles andere. Eine Kultur, es gibt keinen kulturlosen Raum. Es gibt keinen kulturlosen Raum. Du gehst in einen Laden und der gefällt dir oder gefällt dir nicht. Das ist die Kultur, die du dort wahrnimmst. Das zeigt sich durch alles. Es zeigt sich, wie es aufgemacht ist. Es zeigt sich, was für Musik da läuft. Es zeigt sich, was für Beleuchtung da ist. Es zeigt sich, wie die Angestellten sind. Das nimmst du alles nur subjektiv wahr. Ja, und das ist deine Wahrnehmung, aber im Endeffekt ist das eine Kultur. An jedem Ort, wo du bist, herrscht eine Kultur. Das heißt, in deiner Familie herrscht eine Kultur. Du hast sogar für dich selbst eine Kultur. Ich möchte da heute eben wirklich 1,5 Stunden reinteachen in das Thema Kultur. Ja, ich glaube, die Leute, die in Villingen von Anfang an dabei waren, die werden sicher manche Dinge wiederfinden. Aber ich sage so, bei dem Thema, man kann es nicht oft genug hören. Ja, selbst wenn du als Leiter denkst, ich habe es schon viel zu oft gesagt, dann fangen die Leute erst langsam an zu verstehen.
so eine Sache, ja, das darf man einfach ein bisschen auf dem Schirm haben. Es gibt tolle Orte und wir denken so, wow, was ist da los? Das ist irgendwie so eine gute Atmosphäre in dem Café, in dem Restaurant, da bin ich gern. Das ist eine Kultur, das die geschaffen haben. Eine Kultur, die dort herrscht. Oder auch, wenn du denkst, hey, das ist irgendwie komisch hier. Das ist irgendwie so distanziert, das ist irgendwie so kühl, das ist irgendwie so nicht gastfreundlich und so weiter. Das ist eine Kultur. Und das Ding ist einfach, eine gesunde Kultur ist nie ein Unfall. Eine gesunde Kultur ist nie ein Unfall. Eine gesunde Kultur wird immer bewusst gebaut. Das wird nicht durch, jetzt machen wir halt bessere Gottesdienste, jetzt machen wir halt irgendwie mehr Lehre, jetzt müssen wir mehr da die Bibel kennen, jetzt müssen die Leute leidenschaftlich halt für Jesus sein, dann wird sich alles drehen. Nee, das dreht sich nicht alles mit. Wir müssen wissen, wo wollen wir hin? Sozusagen, wir müssen wirklich ein Ziel haben und den Weg durchbuchstabieren, so wollen wir sein. Quasi die Kultur ist, wer sind wir? Unsere Identität. Unsere Identität definiert im Endeffekt den Weg, wo wir hingehen. Die Identität definiert, ja, wie wir uns entfalten. Und eine Kultur, kannst du sagen, ist eine Kombination. Ich habe auch ein paar, Sachen aufgeschrieben. Ja, genau hier. Eine Kultur ist eine Kombination aus dem, was du kreierst und aus dem, was du tolerierst. Kultur ist die Kombination von dem, was du kreierst, was du ganz bewusst baust und von dem, was du tolerierst. Von dem, was du einfach erlaubst. Aber da gehe ich nachher noch weiter rein in diese Gedanke. Als Leiter ist es unsere Schlüsselaufgabe, Kultur zu bauen. Wenn du eine Kleingruppe leitest, es kann sein, du bist, keine Ahnung, ich habe meine erste Kleingruppe mit 16 Jahren geleitet. So, ja, okay, weil irgendwie es gab keine Kleingruppen und sowas. Ich dachte, gut, mache ich halt eine Kleingruppe vielleicht mit den Jungs, die gleich alt sind wie ich oder ein bisschen jünger, ja. Und ich hatte keine Ahnung von irgendwas. Ja, einfach zusammengesessen, Bibel gelesen, so, ja, und dann irgendwie darüber geredet. Das war super, ja. Was aber dort dann sich entwickeln muss, ist eine Kultur. Das heißt, wenn ich eigentlich keinen Plan habe, ich möchte, dass du nicht so unwissend in alle Dinge reinstartest und reingehst wie ich, dass ich erst nach Jahren, sogar nach einem Studium, erstmal verstanden habe, wie wichtig das Thema Kultur ist. Ja? Sondern dass wir jetzt schon am Anfang von Leiterschaft verstehen, dass mit Kultur eigentlich alles steht und fällt. Dass du weißt, ey, wenn ich keine Ahnung habe, wenn ich vielleicht null Bibelwissen habe, aber ich kann in meiner Kleingruppe kann ich eine Kultur prägen, dass eben wir gemeinsam einen Hunger schaffen. Kann ich eine Kultur prägen, die in eine gewisse Richtung geht. Und Kultur wird vor allem gebaut durch unsere Werte. Eine Kultur entsteht immer durch Werte. Immer durch Werte. Ich möchte es so erklären. Zum Beispiel, wenn dir etwas wichtig ist, wenn es eine Sache einen Wert für dich hat, dann lebst du es und du setzt den Fokus darauf. Du bist bereit, einen Preis dafür zu bezahlen und es zeigt sich dann in deinem Leben, dass du eben den Preis dafür bezahlst. Und das bedeutet daraus, das definiert deine Kultur. Wenn du sagst, uns ist es wichtig, zu Hause gemeinsam Essen zu starten. Wir wollen zusammen essen. Das ist ein Wert bei uns. Wir wollen gemeinsam essen. Ja? Dann ist es ein Wert. Du bist bereit dafür, auch mal ein bisschen zu hungern. Du bist bereit, da mal dich zurückzuhalten. Du baust deinen Alltag, deine Zeit darum, dass es so passiert. Und das entwickelt sich dann zu einer Kultur. Du bist manchmal bei Familien daheim und denkst, die haben irgendwie so eine geile Familienkultur. Das ist, weil sie Werte haben, die sie hochheben. Das ist nicht ein Unfall, wo sie sagen, keine Ahnung, ist halt irgendwie passiert, sondern wo sie ganz bewusst fokussieren darauf, dass das entsteht. Und das ist eben auch, wenn du in Gruppen bist, wo du ganz bewusst prägst, wo du ganz bewusst baust. Also Werte bestimmen deine Taten und deine Kultur entsteht aus deinen Werten. Als Beispiel, ich möchte Schuhe kaufen. Ja, dann bin ich da hier im Laden, bin in der Stadt unterwegs und sehe dann so, wow, diese Schuhe, die freshen Nikes, die kosten halt 120 Euro. Ja, so viel kosten manchmal Nikes. Außer wenn man sie in Amerika oder im Sale kauft, dann nett, gell? Und dann sehe ich die dort und die Frage ist, was bist du bereit für einen Preis zu zahlen? Sind dir die Schuhe 120 Euro wert oder nicht wert? Bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen oder nicht?
Wenn ich bereit bin, dafür den Preis zu bezahlen, 120 Euro, bedeutet das, diese Schuhe sind mir viel wert. Das heißt, das definiert sozusagen meine Kultur für die Schuhe. Sozusagen, was für eine Einkaufskultur ich habe, wie viel Wert ich lege auf Kleidung oder auf whatever sowas. Ja, das definiert unsere Kultur. Das heißt, was sind wir bereit für einen Preis zu bezahlen? Werte bestimmen immer deine Aktionen. Und das heißt eben, Kultur ist wie das Gelebte von allem. Und das Ding ist sozusagen als Leiter, dass wir wissen, hey, dass ich in meiner Gruppe bin, in meiner Jugend bin, in meinem Leitungsteam, wo auch immer, dass ich dort bin und wirklich Werte etabliere. Wir haben hier in Villingen, haben wir lange Teambuilding gemacht, bevor wir überhaupt Gottesdienste gemacht haben. Leute sind immer so geil auf Gottesdienste. Und dieses Monster, das muss man nicht am Anfang füttern, sondern wir brauchen eine gute Basis. Wir brauchen eine Kultur, die wir dort haben. Wir brauchen Community. Wir brauchen Gemeinschaft. Es muss Familie sein. Es muss Vision da sein. Es muss Kultur herrschen. Und erst Kultur multipliziert sich nämlich, wenn du einen gewissen Stamm an Kultur hast. Ja? Und wir haben das erste halbe Jahr oder wahrscheinlich Jahr, ich hab mir einfach den Mund fusselig geredet über unsere Kultur, über unsere Werte. Man konnte es halt irgendwann nicht mehr hören. Aber was ist? Aber man schaut in unsere ersten Gottesdienste und Leute kamen an und haben gesagt, wow, krass, hier ist so eine Wertschätzung. Wow, krass, wow, ihr gebt echt euer Bestes. Wow, so krass, wie mir hier Leute entfaltet. Hier diese Werte da, die da stehen, diese sechs Dinge, sind unsere sechs Werte hier im ICF. Vom Leben begeistert, das Beste geben, Potenzial entfalten, nichts ist unmöglich, willkommen zu Hause und am Puls der Zeit. Das sind unsere sechs Werte. Und diese sechs Werte, die erlebst du. Und an einem Ort, wo du bist, da muss die Kultur von deiner Gemeinde sichtbar werden. Ich vermute, dass ziemlich jede Gemeinde oder jedes Werk, in dem du bist, Werte definiert hat und eine Vision definiert hat. Wenn du darin bist, dann ist es wichtig, sich da unterzuordnen und zu sagen, ja, und ich mache diese Werte und diese Vision zu meiner Vision, zu meinen Werten. Ich komme ursprünglich nicht aus dem ICF heraus. Ich bin sozusagen ins ICF gekommen als Pastor. Ich hatte vorher nicht große ICF gekannt. Diese Werte waren für mich am Anfang eher fremd und ich so, ja, cool, hört sich ja schön an. Irgendwann habe ich verstanden, hey, wenn diese Werte, wenn ich anfange, die müssen meine Werte werden, wenn das meine Kirche ist, sowas, ja. Wenn das der Ort ist, den ich mit dem Movement gemeinsam auch bauen möchte. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich muss die zu meinem Eigen machen. Das muss die Kultur werden. Und ich möchte gleich dann auch anschauen, wie ganz praktisch wir diese Dinge bauen können. Die Werte bedeuten sozusagen, wenn wir Werte prägen, bedeutet es sozusagen, hey, wir erklären, warum wir machen, was wir machen. Diese Warum-Frage ist unglaublich wichtig. Wenn wir nicht erklären, warum machen Menschen irgendwas anderes. Wenn du Kultur und Werte nicht bewusst prägst, prägt sie jemand anders anders. Wenn wir Dinge nicht bewusst prägen, werden sie automatisch anders geprägt, weil es gibt immer jemand, der Kultur prägt. Aber als Leiter sind wir dafür da, Kultur zu prägen. Wir sind dafür da, Kultur, sozusagen Königreich Gottes Kultur hier reinzubringen. Und das Ding ist, Werte sind sozusagen Werte sind eigentlich eine Beziehungssache und Regeln sind eine Systemsache. Es geht nicht um Regeln. Falsch ist es, mit Regeln zu leiten. Zu sagen, das machen wir nicht. Sondern vielmehr so, hey, das sind wir. Und eben wenn sich das ist eigentlich, Werte kannst du sagen, sind eigentlich Regeln positiv formuliert. Kannst du dir nicht so vorstellen. Ja, so Werte sind eigentlich Regeln positiv formuliert. Das ist so, wer sind wir? Das sind so die Regeln für, das sind wir. Und da vielleicht auch Fragen, die du für dich mitnehmen kannst oder auch in dein Team mitnehmen kannst oder in deine Small Group mitnehmen kannst oder in den Bereich, wo du leitest, mitnehmen kannst, in deine Familie mitnehmen kannst, dann haben wir also diese Frage, erstens, was sagen deine Aktionen, was deine Werte sind? Was zeigen deine Aktionen, was deine Werte sind? Dass du dir mal anschaust, was sind eigentlich deine Werte? Dass wir nicht Werte definieren, die wir gar nicht leben, sondern dass wir mal schauen, was leben wir und was sieht man daran, was die Werte sind? Und dann ist die Sache, wenn du sagst, du möchtest eine andere Kultur, dann müssen wir unsere Werte verändern. Wenn du sagst, in dem Ort, keine Ahnung, den Bereich, den ich leite, ich mag da die Kultur nicht so, dann heißt es, verändere deine Werte und präg's um. Das können wir machen als Leiter. Es dauert zwar eine Weile,
Aber das ist wichtig, das haben wir in Singen gemacht. In Singen haben wir angefangen, keine Ahnung, 4, 5 Jahre gebaut, ohne bewusst eine Kultur zu bauen. Es war dann irgendwas. Es war wie so, du bist dort und denkst so, okay, ja, ist irgendwie schon schön, aber irgendwie so nicht so greifbar. Und dann bewusst umzuprägen. Das geht aber schon, aber es geht eine Weile. Darum die Frage, was sagen deine Aktionen, was dein Wert ist? Das ist ein großer Unterschied von dem, was wir sagen, was wir schätzen und was wirklich unser Wert ist. Und eigentlich unsere Aktionen zeigen eigentlich die Wahrheit. Schau mal in deine Gemeinde rein und dann siehst du dort die Wahrheit. Was sind eigentlich die wahren Werte? Nicht, was sind die Werte, die auf dem Blatt oder auf der Website stehen? Und das war uns dann eben wichtig, wo ich gesagt habe, hey, das darf nicht irgendwo stehen, das muss auch drin sein. Und das merkst du auch, wenn du sagst, hey, ich möchte leiten, heißt es, nimm diese Werte, die ihr habt und die Visionen und prüf die mit allem, was ihr macht. Und dann wirst du merken, fördert es, dass wir als Gemeinde vorangehen oder nicht? Wenn es die Werte und die Vision unterstützt, ja, dann mach's. Und wenn du merkst, hey, das passt irgendwie nicht in das Raster rein, dann fokussier vielleicht auch anders. Aber das Wichtige ist, dass wir fokussiert vorangehen. Ja, so, sag ich mal, ein paar Glühbirnen, schön und gut. Aber mit derselben Wattzahl sozusagen kannst du einen Laser bauen. Wenn der fokussiert ist, dann kann der sogar durch einen Diamanten schneiden. Ja, wenn wir fokussieren, wir sind manchmal einfach so ein Streulicht. So irgendwie und denken so ein bisschen, aber wir müssen scharf sein. Wirklich so, wer sind wir, wo gehen wir hin? Und damit macht man dann wirklich auch, hat man ein Profil. Und dann vielleicht als zweite Frage so für dich, die du einfach mitnehmen kannst. Wir möchten auch ein bisschen so Hausaufgaben geben, sage ich mal. Ja. Identifiziere ehrlich die Werte deiner Schlüsselleiter und dir. Oder deiner Schlüsselpersonen und dir. Dass ihr eigentlich ehrlich sozusagen mal mit dieser Liste mal identifiziert, hey, was sind eigentlich unsere Werte? Was lieben wir wirklich leidenschaftlich und was macht mich vielleicht auch wirklich sauer? Können solche Dinge sein. Und mir ist jetzt mega wichtig, dass wir jetzt heute nicht hier sind und dann reflektieren und dann die ganze Zeit reflektieren, da sitzen so, okay, wie ist es in meiner Gemeinde, wie ist es mit meinem Pastor? Was macht mein Pastor alles richtig, was macht mein Pastor alles falsch? Was macht unser Leitungsteam? Oh, haben die jetzt die Entwicklungsphase gecheckt oder nicht? Oh ja, ich muss dem vielleicht mal sagen, dass der mal den Podcast vom Bibeltrainingscenter nachhören sollte. Weil das wird ihm sicher mal helfen im Leitungsteam. Soll ich sagen, die Pastoren wissen oft viel. Es geht darum, dass wir wachsen in Leiterschaft, dass wir reingehen, dass wir einen Unterschied machen. Das ist eben das, dass jeder Einzelne in seinem Wirkungskreis genau, ist eigentlich genau dasselbe, nur kleiner. Ja? Und dann, dass wir sozusagen Werte wirklich runterbrechen und schauen, wie können wir die leben. Okay? Also, ich möchte hier vielleicht können wir mal kurz auch mal mit Nachbarn austauschen. Wir haben jetzt das erste Drittel schon rum. Ja, super. Mal austauschen mit deinen Nachbarn. So, was sind eigentlich die Werte bei dir in der Gemeinde? Wenn du sie nicht kennst, wäre es vielleicht wichtig, die zu kennen. Ja? Und dann mal zu sagen, wirklich nochmal auszutauschen über die Werte, die ihr habt bei euch in der Kirche. Und dann mal zu überlegen, wie kann sich das eigentlich bei mir in dem Wirkungskreis, wo ich bin, wie kann sich das dort zeigen? Wie kann sich das dort herausstellen? Ja? Okay? Gut, dann können wir gerade mal hier 2 Minuten oder sowas. Okay, können wir dann mal zum Schluss kommen? Sehr gut, also, ich denke, es ist einfach extrem wichtig, diese Dinge wirklich sich zu reflektieren. Und vielleicht will ich eine Hausaufgabe mal, die Website von einer Gemeinde zu öffnen und mal zu kennen, für was steht ihr eigentlich. So, ja. Das ist einfach mega, mega, mega wichtig. Ja, weil das ist die Zielorientierung. Die hat man nicht aufgeschrieben zu, ah ja, cool, dass man nach außen was tragen kann. Die Werte sind nicht für außen, die sind für innen. Ja, Werte sind nicht dafür da, nach außen zu zeigen, so sind wir. Nach außen, das muss das Leben sein. Das muss die Kultur sein, die zeigt sich außen. Aber innen sind die Werte. Ja? Ich möchte mal einfach ein bisschen konkreter werden und auch beispielhaft werden, einfach auch exemplarisch halt auch mal an Werten bei uns. Ja? Einfach, dass ihr mal versteht, was ich da so meine. Zum Beispiel bei uns hier diese Werte. Sag ich mal, wir haben das Thema das Beste geben.
das beste Gewissen wert, sozusagen eine Exzellenz zu haben. Das heißt nicht Perfektion zu haben, sondern Exzellenz zu haben. Warum? Weil es lohnt sich für Gott, das Beste zu geben. Es lohnt sich für, und daraus aus deiner Kultur, aus dem Wert, das Beste zu geben, entsteht eine Kultur der Wertschätzung. Wir wertschätzen damit Gott und wir wertschätzen damit unseren Besucher. Und das ist uns ein mega Anliegen, dass wir das Beste geben wollen. Das heißt, wir rotzen nicht irgendeinen billigen Kaffee hinten hin, sondern wir nehmen einen guten Kaffee. Warum? Weil ich trinke und dann fühle mich wertgeschätzt. Das sind solche Dinge, die lösen etwas aus. Das ist nicht ein Unfall, dass wir hier versuchen, unser Bestes zu geben, dass wir eine Band auf die Beine stellen und mal wirklich einen brutalen Aufwand betreiben. Ist nicht ein Unfall. Das ist nicht, dass bei unserer Gemeinde plötzlich mehr committete Leute sind als sonst irgendwo, sondern das, weil wir das gezielt als Wert geprägt haben und Leuten bewusst ist, hey, wir sind bereit, für diesen Wert einen Preis zu zahlen. Das ist was, wo wir sind bereit, dafür zu gehen, aber weil wir wissen, hey, diese Werte, die zielen in die Vision. Das heißt, da geht es nie um die Sache an für sich, sondern es geht immer um Gott und den Menschen. Es geht darum, wirklich auch, und darum das Beste zu geben. Hey, das ist Großzügigkeit, zeigt sich darin. Wir wollen großzügig sein. Wir wollen unser Bestes für Gott geben. Wir wollen nicht irgendwie einfach nur Larifari irgendwas dahin leben, sondern wirklich volles Rohr geben. Solche Dinge, die habe ich am Anfang geteacht, wenn wir Kleingruppen haben, dann bin ich da nicht und hole die Lidl-Cola, sondern ich zahle noch 20 Cent mehr und hole halt die richtige Cola. Immer das Beispiel, weil es einfach wirklich, das ist einfach so ein Beispiel, wo ich so merke, ich möchte auch meine, ja, oder die Chips, ja, so die sind manchmal echt eklig, die, und dann auch die guten, oh, die sind echt gut, ja, so. Und es ist einfach Wertschätzung, für mich sind es 2 Euro, die einen Unterschied machen, aber damit präge ich eine Kultur der Wertschätzung. Und das Ding ist einfach, wenn Leute das erleben, übertragen sie es auch wieder und bringen es auch wieder weiter. Wir wollen eine Kultur der Wertschätzung haben, eine Kultur der Ehre prägen. Ja, so, das sind bei uns zum Beispiel Dinge, warum wir pünktlich anfangen. Mir ist pünktlich anfangen eigentlich mega wichtig. Ich habe, ja, so, das ist wirklich mega wichtig. Ja, so aufhören auch manchmal. Bei Teachings schon, bei Predigt kriege ich nicht immer hin. Aber ich schaue, dass als Pastor muss ich einen Gesamtkontext sehen, ja, und sehen, mit dem Gottesdienst bleiben wir da am Ende. Dann, ja. Also, so Pünktlichkeit. Warum ist Pünktlichkeit wichtig? Wenn wir pünktlich anfangen, wertschätzen wir die, die pünktlich sind. Wenn wir später anfangen, wertschätzen wir die, die später kommen. Das prägt eine Kultur von, hey, wir wertschätzen die Leute, die auch den Wert leben, den wir haben. Und das ist einfach da drin was. Da kannst du prägen, damit kannst du wirklich Richtung angeben. Ja? Und, keine Ahnung, anderer Wert ist bei uns zum Beispiel wirklich so dieses Potenzial entfalten. Potenzial entfalten ist bei uns ein Riesenwert. Uns ist es so, so, so wichtig, dass Menschen gebaut werden. Wir konnten jetzt in Alessio hier über 3 Jahre ausbilden, ist jetzt im Singen am Sonntag als Location-Pastor eingesetzt worden. Ja, so, wir konnten einen Pastor ausbilden. Uns ist so wichtig, dass wir Leute hier haben, die herkommen und wir versuchen, den Schatz, den Gott in den Menschen gelegt hat, zu erkennen und den zu entfalten. Und da setzen wir einen Wert darauf. Da machen wir zum Beispiel, was Lukas gesagt hat, diese Creative Team Night. Einmal im Monat kommen alle Musiker, alle Techniker zusammen, wo wir Lerngruppen haben, wo wir die Musiker schulen, wo wir die Techniker schulen, wo wir sie voranbringen, wo wir Gemeinschaft bauen. Nicht einfach, weil wir denken, oh cool, sind alle hobbylos, die haben nicht genug zu tun. Aber wir sagen, wir wollen Menschen bauen, wir wollen Potenzial entfalten, wir wollen in Menschen investieren, dass sie in das gottgegebene Potenzial reinwachsen können. Und das ist eine Kultur der Jüngerschaft, die daraus entsteht. Eine Kultur von Jüngerschaft. Das ist was, wo wir sagen, hey, das ist sowas von der biblische Missionsauftrag. Ja, so, es heißt, hey, zum Beispiel 2. Timotheus 2, Vers 2, was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Wir sollen das weitergeben, was uns gegeben wurde. Das heißt, das ist Jüngerschaft. Wir wollen Menschen voranbringen, wir wollen Potenzial entfalten. Ja, so bei der Arbeit, so in der Welt, ist es so, du bist der Beste, wenn du der Beste bist. In der Kirche bist du der Beste, wenn Menschen besser werden als du. Du bist ein guter Leiter, wenn Leute besser werden als du. Bei der Arbeit ist nichts denken, da ist es denken so, okay, ich muss halt der Beste sein. In der Kirche ist es gerade andersrum, das Kingdom-Denken, das Königreich Gottes-Denken. Und dass wir das prägen, dass wir nicht im Platzhirsch ist, so, jetzt muss ich halt hier, das ist meins. Bleib ich auch immer auf meinem Stuhl. Ja? Nee, sondern hey, Potenzial entfalten. Ja, so, hey, zum Beispiel, uns ist ein Wert, es ist das Thema Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Hey, und das ist nicht typisch deutsch. Das ist nicht typisch Schwarzwald. Also, wer kommt denn da jetzt wieder her? Wie sieht denn der aus? Sieht ja komisch aus, der ist bestimmt nicht fromm. Oh, der ist bestimmt aus der Welt. Nee,
Wir kommen zu Hause, dessen Wert, den prägen wir so bewusst. Das ist nicht ein Unfall, dass wir hier ein großes Welcome-Team haben, dass wir schauen wollen, dass Leute schon am Parkplatz begrüßt werden. Das ist nicht ein Unfall, dass wir Besucher wertschätzen wollen und dass auch die Leute, die da sind, auch wertgeschätzt werden. Das ist was, das wir bewusst prägen. Das heißt, hey, willkommen zu Hause. Bitte. Zu Hause ist eine Familie. Zu Hause ist, wir sind Familie. Das heißt, ich sehe den anderen. Wenn bei mir jemand nach Hause kommt, dann biete ich ihm was zu trinken an. Ich begrüße ihn. Wie oft ist es in Gemeinde, dass man da reinkommt und nicht begrüßt wird? Aber wenn wir eine Familie sind und wenn wir zu Hause sind, dann werden Menschen begrüßt und dann hat jeder nicht eine Besuchermentalität, sondern eine Gastgebermentalität. Das soll sich entwickeln, das soll gebaut werden und das prägen wir bewusst. Das bauen wir bewusst, das kommunizieren wir bewusst, das leben wir bewusst vor und wir feedbacken es auch, wenn es nicht gelebt wird. Ich möchte gleich eben ein bisschen länger mal reingehen, so wie wir wirklich Kultur etablieren. Willkommen zu Hause ist eine Kultur von Nächstenliebe. Das, hey, wir nehmen uns an, wie wir sind. Ja? Ich nehme halt wirklich und wir machen da kein. Das ist ein Willkommen zu Hause bedeutet, hey, wir bauen Kleingruppen. Warum? Weil die große Familie braucht auch kleine Zellen. Das ist ein Wert, der bewusst geprägt wird, bewusst gebaut wird. Ein Leib, viele Glieder. So, ja, come on, dann lass uns da Familie sein. Ich möchte einfach beispielhaft, weil ich kann halt nicht irgendwie an einem Beispiel, das nicht unseres ist, irgendwie da jetzt das beispielhaft erklären. Ja? Das heißt, hey, wir wollen es ganz bewusst prägen. Und das Ding ist, ich möchte jetzt sozusagen mal hier anschauen, hier vier Schlüssel, eine Kultur zu etablieren. Vier Schlüssel, eine Kultur zu etablieren. Das Ding ist, eine Kultur wird eigentlich etabliert, ab da, wenn 20%, das ist wie so eine kritische Masse, wo man sagt, wenn 20% die Kultur gecatcht haben, dann überträgt es sich auf andere auch. Als ich zum Beispiel in Südafrika war, da bin ich nicht aus dem Parkhaus raus, am Flughafen mit dem Auto und habe gesagt, ich fahre jetzt rechts, weil es auch schon immer so. Sondern ich habe mich der Kultur angepasst. Die Sache, eine Kultur zu prägen, ist intensiv. Eine Kultur zu wahren, ist auch sehr, sehr wichtig. Aber wenn mal eine Kultur geprägt ist, dann werden Leute, die neu dazukommen, werden die übernehmen. Und es wird normal für sie sein. Man wird quasi mit einer Kultur ein neues Normal prägen. Wenn man als Beispiel, wenn du in einer Kleingruppe normal prägst, von hey, wir wollen einander wertschätzen, wir wollen was Schönes da haben, wir wollen halt nicht der Trockenkaffee haben, sondern guten Kaffee haben, wir wollen halt, wie auch immer, ja so, dann werden Leute, die neu dazukommen, wenn automatisch diese Mentalität bei sich auch anwenden, ja? Ja, super. Eine Kultur dauert 2 bis 5 Jahre. Was ist da jetzt passiert? Ist deine Lampe ausgefallen, oder? Super. Okay, mir ist immer noch warm. Okay, also eine Kultur, und das ist vielleicht wichtig, dauert 2 bis 5 Jahre, bis man sie geprägt, beziehungsweise 2 Jahre, bis man sie wirklich geprägt bekommt, 5 Jahre, um sie umzuprägen. Darum ist es viel leichter anzufangen und richtig zu bauen, als umzuprägen. Ja? Ich liebe es ICF Singen, ich liebe es ICF Villingen. In Villingen konnten wir von Anfang an die Kultur prägen. In Singen sind wir seit Jahren daran, sie umzuprägen. Und jetzt merken wir, das ist viel, viel anstrengender und viel mühsamer, als wenn wir es direkt von Anfang an geprägt hätten. Ja? Also 4 Schlüssel, eine Kultur zu etablieren. Das erste ist Vorleben. Vorleben. Es ist mega wichtig, dass wir Kultur vorleben. Was hat Jesus gemacht? Jesus hat das, was er bauen wollte, hat er vorgelebt. Er hat einfach Zeit mit den Leuten verbracht. Es war eine Beziehungssache, Kultur ist eine Beziehungssache. Kultur ist was, da muss irgendwie der Funke überspringen. Das muss in Gemeinschaft funktionieren. Da muss eine Beziehungsebene da sein, dass Kultur geprägt wird. Ja? Und darum auch die Sache, die Lukas hier vorhin hatte. Ich schaue es nochmal kurz hier an. Noch eins. Hier ist noch keine Beziehungsebene, dann wirst du nicht. Hier wirst du nicht Kultur geprägt kriegen. Du wirst dort Normen schaffen, wo sich Leute einordnen müssen. Kultur funktioniert nicht über Bestrafung, sondern über
Ermutigung. Da schauen wir auch gleich rein. Und hier sozusagen wirklich da, hier kannst du Beziehung prägen. Und hier kannst du Kultur prägen. Ja? Das heißt, es ist wichtig vorzuleben. Es ist wichtig, dass lebe ich es überhaupt auch? Ja? Wenn ich irgendwo bin, lebe ich es auch oder erwarte ich es von den Leuten? Und es ist mega herausfordernd. Zum Beispiel, ganz konkret, letzten Sonntag haben wir zum Beispiel Simon und Amy verabschiedet als FSJler und ein Alessio sozusagen eingesetzt als Location Pastor im ICF Sing. So, ja? Und mir ist eigentlich mega wichtig, dort Wertschätzung wirklich zu bringen und wirklich auch irgendwie was Greifbares zu haben. Ich war die ganze Zeit unterwegs und habe das total vergessen, so ein Ding irgendwie zu organisieren oder organisiert zu bekommen über jemanden. Völlig vergessen. Dann war ich dann plötzlich auf der Bühne mit dem Alessio und so, shit, wir haben da gar nichts. So, ja, ich war irgendwie 3 Wochen unterwegs, kam irgendwie 2 Stunden vorher heim. So, ja, und dann so, Mist, wir haben da gar nichts. Und mich hat es so gejuckt, nicht nur wegen Alessio, sondern weil ich gemerkt habe, wir modellieren da was in der Kirche, das nicht die Kultur ist, die wir wollen. Und eigentlich, um jetzt ein wirklich guter Leiter zu sein, müsste ich eigentlich davor stehen und sagen, hey, es tut mir voll leid, das ist total untergegangen, das ist nicht die Kultur, die wir haben wollen. Eine Kultur prägen wir auch, indem wir uns auch verletzlich machen. Indem wir auch sagen, das ist nicht das, was sich selber zu entschuldigen, dass ich da verfehlt habe. Ja? Und es geht dann nie um Menschen zu verehren. Es geht darum, Menschen zu wertschätzen. Jesus hat gesagt, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Wenn es mal ein Bewusstsein geht, so wie können wir so mit Menschen umgehen in der Gemeinde mal. Ja? Und nicht nur mit dem Gastprediger, der toll ist. Ja. Okay, der zweite Punkt ist, verstärken. Verstärken. Das bedeutet, Leute bei Positiven erwischen und das hervorheben. Wenn Leute es vorleben, dann rauspicken und sagen, wow, hey, ist so gut, wie du das, wow, Hammer, ja. Zu sagen, hey, Christian, wo auch immer, ah, da hinten, genau, Christian, wie du das heute hier mit der Bar, dann mit den Brezeln, Gericht und Croissant und Kaffee und einfach, hey, so schön, wie du das schön oder wie ihr das schön hergerichtet habt, genial, ja, das ist eine Kultur, das sind wir, ja, Hammer. Das so zu nennen, zu sagen, das löst bei der Person etwas aus. Das heißt, er wird das nächste Mal wieder machen wollen. Ja, ist einfach so. Ja, wirklich. Wirklich. Ja. Ich glaube, in Gemeinde nehmen wir Dinge oft viel zu selbstverständlich. Wir sagen einfach so, auch bei einer Predigt, ich sag dir, ey, als Prediger, du bekommst schon Feedback manchmal, Gutes. Aber es ist oft so ein kurzes, hey, war gute Predigt. Die eigentlichen Feedbacks sind die 2 Seiten E-Mails, die du dann kriegst, wo sich Leute beklagen. Und das sind die Dinge, die halten Eindruck. Wie wäre es, wenn wir mal die positiven Dinge auf einer Seite mal zusammenfassen und der Person sagen? Nee, also wirklich. Wir dürfen, in Deutschland haben wir nicht die Gefahr, dass wir Menschen zu sehr wertschätzen. Wir haben da nicht die Gefahr drin. Dann haben wir immer die Angst, oh, nicht, dass der stolz wird. Wenn wir sagen, ey, zu leiten, Alter, boah. Also spätestens, wenn du in der Leiterschaft stehst, kannst du gar nicht mehr stolz sein, weil du merkst, wie oft du verkackst. Wirklich so. Also ich denke manchmal so, ja klar, irgendwie, man hat eine Plattform, Leute sehen ein und Leute hypen einen manchmal. Aber ich denke, aber jede Woche haut es mich aber sowas von auf den Boden runter. Ja, da müssen wir nicht Angst haben, dass sie nicht genug wertschätzen. Und das Krasse ist, jetzt habe ich das hervorgehoben und deswegen ist es löst bei jedem anderen auch etwas aus. Und wenn er selber mal irgendwo Gastgeber ist, wird er sich da irgendwie ran anlehnen. Ja? Er wird man daran sich orientieren, dass er halt nicht nur eine Tasse hinstellt, sondern mit Untertasse, mit so einem Amaretti-Ding, mit einem Löffel. Das sind die Details und das sehen wir hervor. Das ist einfach mega, mega schön. Ich nenne es Plattformen. Wir plattformen ja manchmal Leute. Und dann klar ist dann so, oh, okay, was ist jetzt, wenn mit den anderen fühlen die sich jetzt nicht gesehen? Ja, den Techniker heute, der bin ich. jetzt gebe ich den Techniker. Schlechte Leiterschaft, tut mir leid. genau, sozusagen,
dass wir nicht die Angst haben, fühlt sich jemand auf den Schlips getreten, sondern dass wir vielmehr lernen, einander zu feiern. Und wenn wir lernen, andere auch zu segnen, dann wird immer was zurückkommen zu dir. Wenn du lernst, andere zu ermutigen, zu segnen und zu segnen, die, die gerade gesegnet werden, wird da immer ein Flow zu dir zurückkommen. Und wenn das eine Mentalität wird, dass wir einander gönnen in der Kirche und nicht einander neidisch sind, jetzt wurde der hervorgehoben oder nicht oder sowas, sondern nee, lass uns doch freuen. Ja, und das ist was, das wir einfach auch bewusst machen wollen. Um einfach zu zeigen, hey, schau, das sind wir. Das sind wir. So wollen wir sein, in die Richtung wollen wir gehen. Ja? Wir verstärken durch Stories, durch Zeugnisse, durch Highlights. Als wo man dann erzählt, hey, das und das und das ist passiert. Ich finde zum Beispiel bombastisch hier unsere Wand mit den Kleingruppen. Hier da drüben. Moni hat die Wand mit den Kleingruppen da gestaltet, ja? Und mit dem Team. Aber sie ist die Leiterin, darum nennt man dann halt oft die Leiter. Ja. Und ich finde es super kreativ, super schön, super ansprechend, super einfach cool. Ja, genial. Sowas darf man nennen und es bewegt bei einem etwas. Und es löst auch, und es ist was, wo wir sagen, ja, komm, so eine Qualität, in die Richtung wollen wir gehen. Ja. Durch Zeugnisse. Zeugnisse geschehen auch, wenn wir sagen, hey, wir wollen prägen, dass wir einen lebendigen Glauben haben. Dann ist es wichtig, dass wir Zeugnisse teilen. Zeugnisse prägen Kultur. Dass man bei sich in der Kleingruppe vielleicht sich etabliert, bei sich in der Jugend, bei den Rangern, wie auch immer etabliert, Zeugnisse einzubauen in irgendeiner Weise. Dass man berichten kann, von was Gott tut. Das prägt eine Kultur von, wir erwarten, dass Gott etwas bewegt. Ja? Sozusagen, wir verstärken die Dinge. Dann ist der nächste Punkt, darüber reden. Darüber reden. Und da meine ich nicht, konkrete Beispiele zu reden, sondern damit meine ich, wir quasi kreieren eine Sprache, worüber man dann auch spricht. Sozusagen, wir lehren darüber. Das, was ich gerade eben kurz vor euch gemacht habe, die drei Werte hervorzuheben, kurz das zu machen. Mit Leuten, wo ich im Coaching bin, die jetzt nicht Pastor sind, sondern Bereiche leiten oder wie auch immer, sage ich so oft, hey, wenn du mit deinem Team dich triffst, wenn du dich in einer Gruppe triffst, pick dir einfach einen von den sechs Werten raus und teach darüber einfach kurz. Wenn du denkst, was soll ich machen als Einstieg, hol dir einen Wert und rede darüber. Das sind nicht irgendwelche Werte, die sind irgendwo erfunden, sondern die Werte finden wir in der Bibel. Auch wahrscheinlich jeden Wert, den deine Gemeinde hat, der findet sich irgendwo in der Bibel. Das ist nicht einfach so, wo man sagt, oh cool, wahrscheinlich wirst du eh alles irgendwie in der Bibel finden. So, ja? Das wirklich das Kingdom voranbringt. Das heißt, wir lehren darüber. Und dass wir da mündig werden darin. Dass wir finden, hey, was sind Bibelstellen? Zu jedem Wert habe ich Bibelstellen. Wo ich sage, hey, diese Stellen, die sind markant für diesen Wert. Und den prägen wir bewusst. Ich lehre darüber. Dass Leute das auch lernen. Dass Leute das kennenlernen. Ja? Und da möchte ich wirklich ermutigen, hey, mit so Kultur zu prägen, damit prägst du deine Gruppe. Wenn du eine Kleingruppe übernimmst, hey, dann wird es sowas machen, dann wirst du eben, was du eben mit Kultur hinbekommst, ist, dass Leute sagen, das ist meins. Sobald Leute die Kultur fangen und zu ihrer machen, sind sie nicht mehr Beobachter, sondern Eigentümer. Und unser Ziel in der Kirche ist eigentlich, dass wir so viele Eigentümer wie möglich haben, so viele Owner wie möglich haben, so viele Träger wie möglich haben, dass sie nicht sagen, ihr als Kirche, sondern wir als Kirche, dass ein Wir-Gefühl da ist. Ja, hier nochmal Beispiel, hier Simon, unser BFDler, der hat vor einem Jahr, ehemaliger BFDler, hat vor einem Jahr bei uns als Bufti, als BFD gemacht im ICF Singen und hier auch in Villingen, so aber vor allem in Singen gewohnt. Und er kam zum Bewerbungsgespräch nach Singen. Und ich hatte ihm noch keine Zusage oder sowas gegeben, ja. Einfach mal kennenlernen. Und er redet schon, wow, hey, wir haben so eine, also im Wir redet er schon so, hey, wir haben so eine krasse Church. Wow, ey, wie machen wir das und das eigentlich? Hat er schon von Anfang an so ein Wir. Das ist einfach was ich liebe. Wenn Leute von Anfang an Wir haben, wenn sie nicht über, habt ihr, dann denke ich so, okay, ja, schon. Aber wo ist dein Wir? Wo ist dein Unser? Wo ist dein Meins? Wo ist das Ownership? Und durch Kultur, und Simon gehen wir jetzt den Weg, dass wir ihn auch zum Pastor ausbilden. Er hat jetzt sein Theologiestudium angefangen, wir werden ihn auch zum Pastor ausbilden. Das ist der Hammer, Potenzial entfalten ist wichtig. Ja? Hey, wenn wir Kultur haben, dann sagen Leute, das ist meins.
Und das Ding ist, Kultur, wenn es eine Beziehungssache ist, dann wirst du nicht einfach absagen. Zum Beispiel, wenn in deiner Kleingruppe, wenn sich da Leute unabgemeldet fehlen, sowas macht mich übel wütend, gell? Also ich sag so, aber das Ding ist halt, das ist eine Reflexion für uns als Leiter wieder, dass wir nicht die Kultur geprägt haben. Wenn es nicht vor, dann hast du es nicht geprägt, dann ist es kein Wert bei euch. Ja? Und wenn du merkst, hey, das ist, dann ist es so wichtig, dann bring Kultur dort rein. Teach die Kultur, nimm die Werte, die ihr habt und teach die dort einfach in der Kleingruppe. Und setz dort eine Kultur, dass Leute verstehen, was es ist. Und dann ist der Schlüssel, wenn nicht du, also du als Leiter musst als allererstes natürlich mal checken, die Kultur, dass es deine ist. Und dann ist der nächste Schlüssel, und hat sich bei mir jetzt vor einer Weile ein bisschen verändert, ist, dass andere Leute darüber lehren. Dass andere Leute das teachen können. Dass andere Leute anfangen, dass, weil indem du darüber lehrst, wird es deins. Ich glaube, ich habe nur das ganze Kulturthema verstanden, weil ich das ein Jahr lang hier in Finn gepredigt habe. Ja, du denkst, was mache ich heute? Kultur. Das ist alles ist halt irgendwie Kultur. Ja, und das ist eben das, wenn du darüber lehrst, wenn du darüber redest, dann wird es deins. Und dann wirst du deine eigene Sprache dafür bekommen, dann wirst du das prägen. Und dann ist mega wichtig auch beim darüber reden, nicht einfach nur, was ich denke, sondern was sagt das Wort Gottes darüber. Dass wir das Wort Gottes wirklich kennen und dass wir aufs Wort Gottes schauen. Und weil damit bekommst du wieder einen neuen Blick auf, hey, unsere Gemeinde, das ist am Wort Gottes dran. Unsere Gemeinde, was da passiert, hey, da wird das Wort Gottes quasi, zeigt sich in unserer Kultur, wie cool ist das. Und damit kannst du einen Unterschied machen. Und dann mein letzter Punkt ist der, den ich auch mag, das Konfrontieren. Konfrontieren. Konfrontieren, wenn die Kultur gebrochen wird. Wenn jemand, mein Schlüsselsatz ist der hier. Was du tolerierst, das förderst du. Was du tolerierst, das förderst du. Wenn du tolerierst, dass Leute zu spät kommen, oder dass Leute sich nicht abmelden oder unentschuldigt abmelden. Wenn du das tolerierst, dann wird es jedem anderen zeigen, dass es okay ist. Wenn du es feedbackst und wenn du mit der Person ins Gespräch gehst und erklärst, dass das nicht die Kultur ist, die wir haben. Das ist eben das Coole, du redest da nicht über Regeln, sagst nicht, du meldest dich nicht ab, das darfst du nicht. Sondern du redest über eine Kultur, hey, wir wollen wertschätzen. Hey, wenn ich mich vorbereite und du kommst einfach nicht. Wir warten die ganze Zeit auf dich. Hey, irgendwie bei mir löst es was aus von einfach nicht wertgeschätzt zu sein. Das ist eigentlich nicht eine Kultur, die wir haben wollen. Wir wollen eine Kultur der Wertschätzung haben. Das heißt, du würdest extrem die Kultur unterstützen, wenn du dich abmeldest. Und vielleicht nicht 5 Minuten, nachdem es angefangen hat, sondern vorher. Und es sind unangenehme Gespräche. Wenn du als Leiter jeden glücklich machen willst, dann verkauf Eis. Aber sei kein Leiter. Als Leiter wirst eigentlich, Job als Leiter ist einfach auch manchmal. Wenn du als Leiter nicht konfrontierst, leitest du nicht. Als Leiter müssen wir konfrontieren. Das ist in der Familie, sag mal, Erziehung genau dasselbe. Das ist natürlich, man kann schon mit Regeln, aber das Coolste ist, wenn du mit Kultur prägst in deiner Familie. Wenn wir sagen, und dann muss man aber auch konfrontieren, wenn wir merken, hey, das passt aber überhaupt nicht. Um dann nicht zu sagen, das ist halt so, weil es ist halt so. Ja, so ganz schlimm, so das Thema, kein Sex vor der Ehe in Gemeinden. Leute verstehen nicht, warum. Es ist ein mega, mega, mega ein unglaublich wichtiges Thema. Aber Leute verstehen nicht, warum. Das heißt, wir müssen den Leuten das Warum erklären und nicht nur als Regel, das darf man halt nicht. Dann kriegen Leute ein Ownership dafür. Dann kriegen Leute ein Verständnis dafür und dann kannst du eine Kultur werden. Und nicht als Regel, sondern als Kultur. Was ist... Und eigentlich, das ist so die große Frage, darum hat Lukas gesagt, als Leiter musst du die 5 Fragen beantworten. Warum, 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 warum? Warum ist die Frage nach Kultur und Werten? Wenn Leute, sozusagen das Prinzip zu erklären, immer das Warum zu erklären. Warum
machen wir, was wir machen. Warum ist es so? Warum soll ich nicht zu spät kommen? Warum soll ich pünktlich sein? Warum will ich wertschätzen? Warum gebe ich mein Bestes? Warum komme ich vorbereitet? Warum heiße ich die Person willkommen, auch wenn ich mega introvertiert bin? Warum? Und so weiter. Die Warum-Frage, wenn du die erklärst, damit prägst du Kultur. Wenn du die Warum-Frage erklärst, dann ist Hammer. Das kannst du in einer kleinen Gruppe machen, wo auch immer du bist, warum zu prägen. Ich sag's dir, wenn das wirklich in unser Herz sackt und zu unserem Lebensstil wird, dann sage ich, dann ist wie so ein Booster in deine Leiterschaft gekommen. Wenn du verstehst, die Warum-Frage immer zu erklären, dann wirst du immer Leute gewinnen. Weil wenn du Leuten erklärst, warum, gewinnst du immer Menschen. Und als Leiter bist du jemand, du bringst Menschen voran. Du leitest Leute an. Wenn du keinen anleitest, gehst du spazieren und leitest nicht. Und wenn du anleitest, das heißt, Leute folgen dir und du läufst mit Leuten zusammen. Und sozusagen deine Kapazität, die erweitert sich eigentlich in der Fähigkeit, wie du Leute mitnehmen kannst. Und durch die Warum-Frage, damit gewinnst du Leute. Deutschland ist nicht grundsätzlich gegen Veränderung. Sie sind nur gegen Veränderung, die sie nicht verstehen. Ich habe so oft den Fehler gemacht und mache ihn immer wieder, regelmäßig, Leute in Entscheidungen nicht genug das Warum zu erklären. Nur Leute nicht mit auf den Weg zu gehen. Und dann, ich bin einfach ein sehr, sehr schneller Typ. Aber was ich lernen musste und muss und schon viel lernen durfte, ist wirklich, Leute mit ins Boot zu nehmen. Und da hilft einfach diese Frage, warum. Wenn du Leuten erklären kannst, warum, dann sind sie oft dabei. Und dann wirklich, was du tolerierst, das förderst du. Was du tolerierst, das förderst du. Wenn du tolerierst, dann förderst du mit, dass eine andere Kultur gebaut wird. Bei mir ist wirklich, also die Anfangszeit war das massiv. Sobald mir irgendwie nur aufgefallen ist, ja, diese Sache ist gegen unsere Kultur. Ich bin mit den Leuten ins Gespräch gegangen. Und nicht so, das kommt nie wieder vor. Lass es, ja. Sondern hinzugehen und zu schauen, hey, wie sieht es bei dir aus? Hey, was hat dich dazu bewegt, dies oder das zu machen? Was hat dich dazu bewegt, dass dies oder das passiert? Hey, gäbe es da Möglichkeiten, da vielleicht noch mehr in das reinzugehen? Nee, kann ja. Leuten zu sagen, hey, schau, wenn du an diesem Punkt arbeitest, da werden wir sicher auch in einem Leadership-Training noch reingehen, in das Thema Feedback und Konfrontieren. Das ist eines der Themen, die ich wirklich liebe. Ja? Warum? Weil ich eigentlich von Natur aus eigentlich nicht so bin. Eigentlich habe ich Angst vor Konfrontation, aber ich muss es lernen. Ja? Und jetzt mache ich es gern. Also, mega wichtig, wirklich auch zu feedbacken, mit Leuten ins Gespräch zu gehen und wirklich, dass wir da besser werden. Und das sind die Dinge, das sind die Kommunikationsfähigkeiten, lernen wir. Und das sind da können wir wachsen. Da kannst du dir ein Buch kaufen über Kommunikation. Ich lese aktuell so viele Kommunikationsbücher, weil ich merke, das ist gerade, ich muss darin noch weiter wachsen. Ich muss darin wachsen, Menschen zuzuhören. Ich muss darin wachsen, wie nehme ich Leute mit auf den Weg, dass ich nicht über die Straße renne und halt die anderen stehen noch da, weil ein Auto kommt. Sowas, ja, weil für mich hat es noch gereicht, aber für die anderen nicht. So, ja. Dass ich über die Straße gehe und die Leute mitkommen. Ja. Darum möchte ich wirklich diese Punkte hier. Genau, Schlüssel ist, für eine Kultur zu etablieren, vorleben, verstärken, darüber reden, konfrontieren. Das sind mega die Schlüssel. Ja? Und das Ziel davon ist wirklich Ownership. Ownership nenne ich den Begriff, ich schreibe den hier mal auf, dass ihr den mal geschrieben seht und dass ich das Flipchart noch benutze. Meine Schrift, gut zuhören, ihr werdet es nicht entziffern können. Ah, wobei... Oh, mit den großen Schriften geht's noch, hä? So, Ownership. Ownership. Es kommt aus dem Englischen. Owner heißt Eigentümer, Ship heißt Schiff. Also Eigentümerschiff. Eigentümerschaft. Also, genau. Das heißt, Ownership bedeutet, und das ist eigentlich das Ziel, wo wir hinwollen, das, was ich vorhin angesprochen habe, so dass jeder eigentlich Träger, Eigentümer der Kultur wird. Und das ist der größte Challenge. Und das ist mega herausfordernd. Je größer die Gruppe wird, umso schwieriger wird es eigentlich auch. Und vor allem auch, wenn man bei den Phasen denkt, was Lukas vorhin gesagt hat, so je delegativer das wird, umso schwieriger wird es.
Aber das Thema Ownership, das hat für jede Gruppe ist es relevant. Egal wie klein die Gruppe ist, egal ob es eine Familie ist, haben die Kinder Ownership für ihre Familie? Oder läuft es einfach nur so jeder neben sich her? Und dann sagen sie, oder ist dann Familien-Wir-Gefühl da? Ja? Ist dann Wert darin? Das bei der Arbeit wirst du das übertragen können. Schlimmste ist, ob Leute Ownership haben oder nicht, ist zum Beispiel bei der Arbeit, wenn Leute sagen, heute ist der Chef nicht da, heute können wir locker machen. Dann weißt du, kein Ownership da. Die könnten wir alle gerade feuern. Einfach gerade so. Also, wenn Leute genau dieselbe Leistung bringen, wenn der Chef nicht da ist, die haben Ownership. Ja, und nicht aus einer Angst heraus wegen, oh, vielleicht zieht er dann die Leistung, sondern weil sie es verstanden haben. Weil sie sagen, ja, und wir wollen. Ja? Und das bekommen wir eben auch, eben wenn wir wirklich bewusst diese Werte prägen. Ownership kommt wieder zum Beispiel vom Fußball zurück. Ich denke manchmal so, ey, Leute beklagen sich, dass zu viele Kirchentermine sind. Wir haben schon sehr reduziert, dass wir schauen so ein bis maximal zwei Termine pro Woche, das ist so unser Ziel, ja, plus Sonntag. Aber wo ich so schaue, okay, aber Leute gehen zwei oder dreimal die Woche ins Fußballtraining oder in was auch immer für ein Training und am Samstag oder Sonntag noch ein Spiel und das geht. Ja? Das heißt, das Fußballteam gewinnt entweder immer oder sie haben eine richtig geile Teamgemeinschaft. Sozusagen, sie haben eine starke Vision und Erfolg oder eine geile Kultur oder beides. Wenn ein richtig gutes Team ist, richtig gute Teamgemeinschaft ist, aber das Team trotzdem verliert, hat man trotzdem Bock im Training zu sein. Hat man trotzdem Bock zum Spiel zu gehen. Aber wenn beides kacke ist, dann wollen die Leute nicht auftauchen. Dann sagen sie, ich gehe in ein anderes Team. Und so ist bei uns in der Kirche auch. Wenn deine Kultur kacke ist und ihr keine Erfolge habt, dann werden Leute keinen Bock haben, bei dir im Team zu sein. Sorry, ich bin da klar, gell? Die werden keinen Bock haben, bei dir in der Kleingruppe zu sein, wenn da keine geile Kultur ist. Oder wenn ihr da krass vorankommt. Es kann sein, ihr kommt da mega voran. Dann ist eher ein distanziertes Ding, aber so, es wächst wirklich was. So, ja, dann kann es sein, dass Leute da dabei sind. Oder ihr habt eine gute Kultur und keine Ahnung, aber kommt nicht wirklich voran. Kann auch sein, aber das Wertvolle ist, dass wir eine Familie sind, dass Leute einen Ort haben, wo sie angedockt sind. Das ist im Endeffekt viel von unserem Ziel, weil durch angedockt sein laufen Leute in Jüngerschaft. Ja? Und darum ist das für uns eine Reflexion, wenn ich Mangel habe in meinem Team. Ist die Frage, macht das Team Bock? Haben wir eine Vision? Haben wir Erfolge? Und Erfolg musst du selber definieren. Was ist ein Erfolg bei dir? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, auch beim Thema Team und sowas und selbst Small Group. Wir haben immer Erfolge. Was sind Erfolge? Erfolge können sein, hier Small Group hier von Winnie und so, oder? Wo sie dann so ein Hüttenwochenende machen. Das sind Erfolge. Ja, wo die so pumpt alle heimkommen und denkst, ich wäre auch gern dabei gewesen. Warum haben die mich nicht gefragt? Das sind Erfolge und die denke ich so, Mann, was geht dort ab? Das sind Erfolge. Ja, so dass wir Momente haben, wo wir wirklich Erfolg haben und eine richtig gute Kultur bauen. Und das ist eine Reflexion und die können wir bauen. Und da ist eben die Sache. Und ich denke halt manchmal so in Gemeinde, wir nehmen es immer so Larifari, das ganze Gemeindeding. Wo ich denke, es geht nicht um irgendeinen Verein. Es geht nicht um Fußballspiel zu gewinnen. Es geht nicht darum, um den Hasenzuchtverein jetzt noch einen Hase schöner zu züchten. Oder den und den zu verkuppeln, dass noch ein schönerer Hase rauskommt oder was auch immer. Sondern unser Ding ist, ey, wir sind hier hergestellt, um Menschen für Jesus zu begeistern, dass Menschen, die mit unserem lebendigen Gott haben und dass nicht nur wir zufrieden sind mit den paar Leuten, die wir bei uns in der Gemeinde haben. Sodass wir uns nicht zufrieden geben, bevor nicht in dieser Stadt wirklich was verändert wird. Bevor Menschen zu Jesus geführt werden und wachsen. Das ist auch unser Ziel. Der Missionsauftrag ist eben Auftrag, nicht eine Empfehlung. Ein Befehl und nicht eine Empfehlung. Ja, das heißt, was wir hier machen, ist nicht irgendwie nur ein Hobby. Das ist unser Auftrag als Christ. Das ist unsere Bestimmung als Christ.
Das heißt, wir sind dafür da, dass Multiplikation passiert, dass Vermehrung passiert. Sehen Sie das schon ganz am Anfang in der Bibel, wo Gott zu Adam sagte, bevölkert die Welt und so dann multipliziert euch und herrscht über sie. Das heißt, dass wir Multiplikation haben und auch herrschen. Und dass wir wirklich auch Herrschaft ergreifen. Und dass wir dort als Leiter reinwachsen, wie können wir wirklich Herrschaft ergreifen? Wie können wir wirklich Dinge, wie können wir wirklich was voranbringen? Wie können Menschen bei mir befähigt werden? Wie können Menschen bei mir ranwachsen? Wie können Menschen bei mir maximal wieder in Jesus-Ähnlichkeit wachsen? Wie können wir bei Menschen in Jüngerschaft geführt werden? Und dafür machen wir das Ganze. Und dafür lohnt es sich mit dem Thema, darum lohnt es sich heute Samstagmorgen hier zu sein und mit dem Thema Kultur sich auseinanderzusetzen. Weil das wird Multiplikation bringen. Ich garantiere es dir, Kultur, wenn du Kultur in eine Gruppe bringst, wird da Multiplikation stattfinden. Wenn Menschen dort neu angesteckt werden für die Leidenschaft für Jesus, dann wird was in Bewegung kommen. Darum lass uns wirklich auch Ziele definieren bei uns. Ich mache in meinen Coaching-Gesprächen, checke ich regelmäßig ab, hey, haben wir die Ziele erreicht? Was ist dein Ziel? Was sind wichtige Schritte, die du mit jemandem, wie auch immer, wie du in dem Bereich vorangehen möchtest? Was wäre ein Ziel? Definier mal was. Und dann können wir reflektieren und schauen, hey, an was hat es gehangen? Oder die Erfolge feiern. Das ist eben das Coole, wir stoßen recht oft mit Sekt an irgendwo. Ja? Warum? Wir müssen Erfolge feiern. Wir müssen eine Kultur von Feiern haben. Ja? Der verlorene Sohn war verloren, man hat ihn gesucht, er wurde gefunden und dann wurde gefeiert. Das heißt, wir feiern auch bei uns in der Kirche. Und du wirst sehen, es wird auch Kultur bauen. Ich mache mal zu Ownership vielleicht ein paar Dinge. Schreibe ich noch ein paar Vs auf. Weil Ownership, kannst du dir vorstellen, dass wir aus dem W kommt eigentlich ein V. Schwachsinn. Also ich habe dann, ja genau, es sind wie zwei Vs. Genau. Und das ist mega platt, aber ist, glaube ich, ganz gut mal zu haben. Also Ownership entsteht aus Vision. Vision. Also Vision ist mega wichtig. Ja. Vision hängt dann auch mit dem ganzen Thema Kultur und so weiter zusammen. Ownership ist was, das hat sich bei uns auch viel geprägt, so dieses vorne dabei. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als wenn die ersten Reihen leer sind. Warum? Weil es zeigt, da sind Leute, die sind nur Zuschauer und nicht Teil. Das heißt, es gibt schon was Schlimmeres, aber es ist schon einfach schlimm. Weil ich denke, ey, auch als Prediger ist es so viel einfacher, wenn Leute dabei sind. Wenn Leute sagen, das ist meins. Und das können wir in unserer Gruppe prägen. Ja, dass wir nicht irgendwie nur schauen, wie können wir irgendwo... Nee, sondern wirklich, dass man vorne dabei ist. Und das habe ich für im Teambuilding auch für unsere Gottesdienste auch viel geprägt. So dieses, hey, wir sind vorne dabei, wir haben Ownership. Wir prägen von vorne. Wir prägen die Kultur von vorne. Weil wenn wir es nicht prägen, wer prägt sie dann? Wir prägen eine Leidenschaft. Hey, wenn hier Menschen kommen, die Jesus nicht kennen, die wissen noch nicht mal, wie man Jesus anbetet. Oft wissen Christen nicht mal, sage ich mal, was gibt es für Optionen, Jesus anzubeten. Ja? Und das, wo ich sage, hey, wir modellieren etwas, wir sind Vorbilder, wir leben die Kultur vor. Und dann ist das Nächste Verbindlichkeit. Verbindlichkeit. Verbindlichkeit, mega, mega wertvoll. Dass wir verbindlich sind, dass wir da sind, dass wir anwesend sind. So ein Schlüssel für Wachstum ist, sei einfach da. Wenn du sagst, ich erlebe Gott nicht, dann sei bei allem da, was es Möglichkeiten gibt, Gott zu erleben. Verpass keinen Gottesdienst. Verpass kein Treffen. Verpass kein Bibeltrainingscenter. Du sagst, du möchtest wachsen, Verbindlichkeit. Dann ist das Nächste, haben wir Verantwortung. Also Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung übernehmen ist auch was. Hey, dass wir sagen, dass wir, das ist eben Ownership auch wieder. Hey, ich habe eine Verantwortlichkeit für die Sache. Das ist mein, dass wir sehen, hey, wenn hier halt irgendwo, keine Ahnung, irgendwas rumschimmelt, dass ich nicht warte, bis irgendjemand wegräumt, sondern ich räume es weg. Das prägen wir ganz gezielt, das prägen wir ganz bewusst. Möchte auch ermutigen, hey, bekomm einen Blick
Ich sag dir eins, wenn du diese Punkte schon lebst, ey, dein Pastor wird dich knutschen. Stefan? Ich knutsche dich gerne. Also halt Bruderkuss. Dann ist das nächste, wo ich auch sehe, ist Verbreitung. Verbreitung. T-U-N-G. So. Ja, genau. Verbreitung. Verbreitung, das bedeutet, ey, wir pushen auch unser ganzes Ding vorwärts. So, das heißt, hey, wenn ich einen Social Media Account habe, aber weißt du, wie ich da drauf einladen werde? Jetzt heute haben wir Echo rausgebracht auf Deutsch, kein neues Lied, super gut. Das heißt, ey, wenn ich Ownership habe, dann werde ich das heute posten. Halleluja. Ich auch. Antonio auch ungefähr 20.000 Mal. Auch schon die letzten 2 Wochen. Verbreitung. Das heißt, wir schauen, dass wir Menschen einladen. Hey, ist es meins? Dann lade ich Leute ein. Dann schaue ich, dass Leute sonntags kommen, dann lade ich Leute in meine Kleingruppe ein und so weiter. Dann lade ich Leute in die Jugend ein, dann lade ich Leute zu den Rangern ein. Hey, ich schaue, dass es verbreitet wird, das ganze Ding. Ja? Ich kann ja gar nicht aufhören, drüber zu reden. Das nächste, das sind nur die letzten zwei, die sind mega gut, das ist Familie. Familie. Ja, hey, Ownership bedeutet, hey, wir sind Familie. Ja, hey, das ist meins. Hey, wir gehören zusammen. Das ist ein Bewusstsein für, hey, wenn jemand im Krankenhaus liegt, dann gehe ich danach. Und das ist nicht Pastorsache, sondern es ist Sache von der Gruppe jeweils. Ja? Der Pastor von der kleinen Gemeinde, der kann alles noch machen. Von einer größer werdenden Gemeinde nicht. Und ich sage ganz, ich bin zum Beispiel horrorschlecht irgendwie in so emotionalen Gesprächen führen. Du wirst bei sicher 20% in der Kirche besser aufgehoben sein als bei mir, bei irgendwie seelsorgerlichen Themen. So, ja, beim Seelsorgeteam sowieso. Ich bin wirklich schlecht drin. So, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich sitze da drin und denke so, wow, schade, hey. So, ja, lass beten, und hey, ich habe jemanden, mit dem du vielleicht reden könntest darüber. Ja, so, hey, das ist auch Familie, weil da gibt es eben verschiedene Funktionen auch. Ja? Das ist wirklich, ja gut, also, genau, ich sitze manchmal da und denke so, boah, scheiße, was mache ich jetzt, ey? Wow, oh ja. Und dann gucken mich die Leute so an, oh, was ist jetzt der pastorale Rat, nicht so. Ja, also hey, das ist Familie, das ist irgendwie auch verschieden. Ja, so. Und das ist jeder Leiter. Nee, es tut mir manchmal, es tut mir voll leid, darum lese ich da ja auch Bücher drüber. Wie mache ich sowas besser? Gell? Und dann besuche ich zum Beispiel jetzt auch unsere Seelsorgeschulung mit der Isabel, weil ich so merke, ich muss da wachsen drin. Ja? Aber ich weiß, das ist aber nicht, was ich, das ist nicht meine Stärke, wir müssen auch auf unsere Stärken fokussieren können. Ja, sozusagen, dass wir nicht, dass wir an unseren Schwächen arbeiten, aber nicht den Fokus auf unsere Schwächen legen, sondern in den Stärken laufen. Ja? Und dann, also dass das was ist, wirklich auch Familie. Wo wir ein Bewusstsein haben für, hey, wir gehören zusammen, wir sind eins, wir sind eine Familie. Und dann das Letzte, und das ist auch ein Spiegel, möchte ich einfach hiermit, auch jeder andere Pastor wird mir auch danken, ist das Thema Finanzen. Ja, genau, Finanzen. Weil das ist auch was, wo dein Geld hingeht, da ist dein Schatz. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz, meine ich. So rum, oder? Machen wir es mal mit der Bibel. Wo dein Geld hingeht. Also. Genau, also wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und das siehst du auch daran, hey, gibst du rein? Gibst du rein in die Kirche? Gibst du rein in das, da wo du bist? Daran siehst du, ob du Ownership hast. Und das Ding ist einfach, als Leiter bist du nicht nur Besucher. Du repräsentierst die Kirche. Du bist die beste Visitenkarte für die Kirche. Das heißt, das oder schlechteste. Oder einfach eine Visitenkarte. Wo man so denkt, ja, die lassen mal im Flyerständer stecken. Nee, wirklich so dieses, hey, wir prägen auch damit, wo wir reingeben. Dass uns dessen Bewusstsein ist, so von, hey, du repräsentierst die Kirche. Das Schönste ist, wenn man nicht von vorne, von der Bühne so Zeug lehren muss, sondern wenn du als Leiter, weil alles, was du, als Leiter kannst du dir vorstellen, du bist wie so der Schirm. Und hier unten stehen sozusagen die Leute. Also es sieht aus wie Regen. Also es sind Menschen. Ja, sozusagen. Und das Ding ist einfach, sozusagen das, was du vorlebst, das tröpfelt runter. Und das, was du abfängst, das ist auch von ihnen geschützt. Das, was du durchlässt, kommt zu den Leuten. Und das, was du abfängst, kommt nicht zu den Leuten. Das heißt, das ist eigentlich das Ding von Leiterschaft.
Darum ist Leiterschaft so ein göttliches Prinzip. Die ganze Bibel ist voll von Leiterschaft. In der Bibel finden wir auch Leiterschaft nicht groß in Demokratie. Wir sehen es in Königreich. Das Königreich Gottes ist keine Demokratie. Das ist eine Monarchie. Wir haben den König. Ja. Und das Ding ist, Gott segnet darin auch Positionen und Ämter. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch ein Thema ist, das ganze Thema Leiterschaft zu ehren, ob das vielleicht auch ein Thema ist, das noch spannend ist. Weil es definiert deine Leiterschaft. Alles, was du jetzt vorlebst, wirst du selber wieder ernten. Das ist das Krasse. Ich hatte angefangen im ICF singen und ich hatte über das Thema null verstanden gehabt. Und ich hatte davor noch einen Leadpastor, der Christian Quäler war das, der hat mich sozusagen angeleitet. Der war von Schaffhausen, ICF Singen sozusagen der Hauptpastor und ich war für Singen Standortpastor. Und ich habe am Anfang das Thema Kultur der Ehre nicht verstanden gehabt. Ich habe einfach meinen Kopf durchdrücken wollen. Und ich habe ihn nicht da groß gewertschätzt. Ich bin eigentlich dagegen gegangen, wenn es mir halt gepasst hat. Ganz am Ende von seiner Zeit, das war dann nach 2 Jahren, wo ich da war, da habe ich das Thema irgendwie überhaupt mal gecheckt. Und habe so gedacht, oh Mann, ich habe aber richtig viel verkackt. Und dann die nächsten 2 Jahre, wo ich das ICF Singen quasi dann selber geleitet habe mit Sarah, dass das alles, was ich dort gelebt habe, verstärkt auf mich zurückgekommen. Ja? Und dann habe ich gemerkt, hey, ich muss da Buße tun für Dinge und ich muss jetzt die Leiterschaft, die jetzt über mir ist, das ist Tobi Teichen und der Leo Bigger, das sind die 2 Leute, wo ich merke, hey, ich will sie ehren, ich will sie wertschätzen und ich will einfach auch teils gehorchen, auch wenn ich es selber nicht so sehe. Das ist einfach ein geistliches Prinzip. So dieses von Leiterschaft zu ehren, einfach auch zu sagen, hey, und ich nehme es auch an, auch wenn ich es gerade aktuell nicht so ganz check, aber ich vertraue, dass die es gut meinen, dass sie auch von Gott gesetzt sind. Das ist das krasse Ding. Gott, wenn Leiterschaft gesetzt ist, gibt mir Gott auch seine Hand drauf. Bei David und Saul sehen wir das. Wo Saul eigentlich schon längst den Geist verloren hatte, war er trotzdem noch als König gesetzt. David hätte die Möglichkeit gehabt, Saul umzubringen. Und David sagt, was fällt es mir ein, den Gesalbten des Herrn anzufassen? Und er hat gewartet, er hat nicht sein eigenes Recht geschaffen, sondern er hat gewartet, bis Gott das Recht schafft. Und das ist ein Schlüssel für Leiterschaft. Dann ging es aber weiter, der Sohn von David, Absalom, der wurde dann unloyal. Er hat selber, es war eigentlich Absalom hätte dieselbe Story haben können wie David. Und wie Saul. Saul, David und Absalom sind eigentlich 3 selbe Leute, nur alle mit einem anderen Umgang. Saul hat da mehr auf Menschen gehört als auf Gott und hat damit den Segen verloren, aber war trotzdem noch eingesetzt. David war der nicht sein eigenes Recht verschafft hat, sondern immer die Sehnsucht wieder hatte zu Gott. Absalom hat sich dann selber als König ernannt und hat dann David verdrängt. Und das Krasse ist, David hat dann gesagt, wow, Gott, wie er es schon bei Saul gemacht hat, Gott, wenn meine Zeit vorbei ist, dann ist sie vorbei und ist gegangen. Und dann hat Gott aber wieder Recht geschaffen. Und nur weil David durch die Prüfung gegangen ist, von Saul Demut zu lernen und über Jahrzehnte nicht sein eigenes Recht zu schaffen, konnte er dann später mit Absalom so umgehen, dass er dann gesagt hat, Gott, und schaff du auch wieder Recht. Und als Leiter müssen wir immer bereit sein zu sagen, Gott, vielleicht ist meine Zeit vorbei. Und das ist eine Frage, die ich mich auch regelmäßig stelle. Gott ist, auch wenn ich jung bin, Gott, ist meine Zeit vorbei. Und wenn Gott sagt, nein, du bist gesetzt, dann bin ich gesetzt. Wenn nicht, dann nicht. Wenn Gott was anderes bringt, gut. So wie es Lukas gesagt hat, wenn ein besserer Leiter kommt, passenderer Leiter kommt, hey, dann bin ich nicht mehr der Richtige. Aber ich lasse Gott mein Recht schaffen. Und die Sache ist einfach die, wir lernen in der Zeit von Unterordnung, wie wir auch dann übergeordnet sein können. Und es wird sich immer auf dich zurückfallen. Und darum sehe ich dieses Thema auch als sowas Wertvolles. Das zeigt auch Wertschätzung. Das zeigt eine Kultur. Das zeigt, ist auch dein Herz dort? Ja? Und ich möchte da einfach mit den Gedanken so fast zum Ende kommen. Kriegst du auch noch so dreckige Finger von den Stiften? Die großen sind schlecht. Aha. Na super, hä? Super, super. Vielleicht so schließend als Gedanke, bei dem Thema Kultur, Ownership und so weiter. Ich habe gesagt, das ist eine Beziehungssache. Beziehung ist wie Brücken bauen. Wenn sie stark gebaut ist, kann sogar ein Panzer drüber fahren. Und wenn wir in der Kirche so stark Beziehung gebaut haben und so eine starke Kultur entsteht, kann sogar ein Panzer drüber rollen und es bleibt trotzdem.
Und das ist was, wo wir, glaube ich, einfach stark werden dürfen. Und darum habe ich auch vorhin gesagt, überleg nicht für deine Gruppe deine eigenen Werte. Das ist was, das ich mit unserem Worship-Team anschaue, mit den verschiedenen Leitern anschaue, die dann, ich finde es so cool, dass da so eine Innovation kommt. Was wichtig ist, nicht in jedem Bereich seine eigenen Werte zu schaffen, sondern dass wir schauen, was sind die Werte, die wir als Kirche haben und wie können die sich bei uns im Team zeigen. Und wie können die dort gelebt werden, weil alles kannst du runterbrechen. Also adaptiere das, was bei euch in der Kirche ist und bau das weiter. Vielleicht einen letzten Gedanke bei dem Thema Ownership noch. Und zwar ist da, das machen wir jetzt noch kurz. Vielleicht habe ich noch einen Zettel, wo wenig drauf ist. Das sind die Fragen nachher, da könnt ihr gerne noch Fragen drauf schreiben. Das ist alles Folge. Ja gut, dann sind wir halt Umweltverschmutzer. Super. Vom HDG gesponsert, das Papier heute. Okay, also das Ding ist, sagen wir mal als schließenden Gedanke, was ein Ziel ist, wo wir wirklich haben, das Ziel ist die Vision. Vision, kannst du dir vorstellen, das ist wie das Ziel in Bildern. Das Ziel greifbar gemacht, das Ziel definiert. Das ist die Vision. Das ist da, wo wir hingehen. Aber auch die Vision ist gewisserweise aber auch der Weg zum Ziel. Das ist eigentlich wie so ein, kannst du dir eher vorstellen, nicht nur wie das Ziel, sondern wie so der Weg dorthin. Ja, ich glaube, wir leben ganz häufig so in einem, wenn das und das und das kommt, sowas, sondern lass uns mal das Aktuelle dankbar sein darin und nicht nur im Next Season, ich bin voll auf so ein Next Level, Next Season Denker, sowas, ja. Aber mega wichtig ist, im Jetzt treu und da zu sehen, was kann ich dort so gut wie möglich verwalten. Und dann ist das Ding, das ist mega wichtig, dass wir Vision in Kirche haben. Und das Ding ist, wenn es ist auch wichtig, dass auch jeder für sein eigenes Leben auch eine Vision hat. Dass wir eine eigene Vision haben. Dass du auch fragst, Gott, was ist das, was Gott mit deinem Leben machen möchte? Aber auch in der Kirche, da bist du ein Teil quasi vom Ganzen. Und da ist es wichtig, dass wir gemeinsam in dieselbe Richtung gehen. Wenn der eine dahin geht und der andere dahin geht und der andere dahin und der andere hier und der andere möchte das und das, das wird dann richtig schwierig. Das nennt man dann eigentlich Division. Division, für alle, die mathematisch nicht so begabt sind, das heißt Teilung. Und unser Ziel ist, dass wir gemeinsam in dieselbe Vision Richtung gehen. Und dass die Vision der Kirche deiner Vision für dein Leben dient. Ich fände es falsch und ich finde es einfach auch nicht richtig, wenn wir sagen, deine Berufung ist die Kirche. Die Kirche ist dazu da, um dich zu bauen. Die Small Groups sind dafür da, dass jeder Einzelne gebaut wird. Die Jugend ist da, dass die Jugendlichen gebaut werden für die Vision, die Gott für ihr Leben hat. Und das ist unsere Vision als Kirche, den Menschen zu bauen. Völlig falsch wäre, dass wir sagen, ihr dürft keine eigene Vision haben, nur die Vision der Kirche. Wie war es? Der Einäugige ist der König im Reich der Blinden. Ja. Aber ich möchte nicht ein Einäugiger sein im Reich der Blinden, ich möchte ein Visionär sein im Reich von Visionären. Und dass eine Kirche da ist, wo nicht nur eine Vision ist. Und dann alle Leute beschnitten werden und nur die Vision von der Kirche hört. Sondern dass dort wir Leute, dass unsere Vision als Kirche ist, den Menschen zu bauen für die Vision, die in seinem Leben ist. Und durch den Dienst an der Kirche baut die Kirche dich. Der größte Lohn, den wir bekommen, wenn wir uns einbringen in der Kirche, ist deine Veränderung. Den größten Lohn, den du bekommst, wenn du dich in die Kirche einbringst, ist deine eigene Veränderung. Weil du wirst dort gebaut, du wirst dort zugerüstet und indem du dich einbringst und der Vision der Kirche mit reingibst, baust du automatisch dich selbst auch wieder. Und du wirst zugerüstet und damit baust du das gesamte Ding. Und ich glaube, wenn wir da in diese Richtung gehen, da wird es ziemlich gut. Ja? Und dann
ist es eben auch, dass die Kirche auch die Gesellschaft verändern kann. Die Veränderung in die Gesellschaft ist nicht nur, dass wir irgendwelche Flyer in der Stadt verteilen und sagen, turn or burn. Sondern wie wir die Gesellschaft verändern, ist, wenn mündige Christen im Unternehmen sind, an der Schule sind, an jedem Arbeitsplatz sind und dort diese Multiplikation von Gott hineinbringen. Was haben wir für einen Dienst an der Stadt? Dass wir hier sind und Menschen zurüsten und ausrüsten, an ihrem Ort zu sein und dort das Königreich Gottes reinzubringen. Und wir wollen die Leute hier bauen und hier stärken, dass sie dort den Unterschied machen. Ja? In diesem Sinne würde ich noch gern beten zum Abschluss. Und ich habe eine Punktlandung auf die Minute, weil beim Teaching kriege ich es hin, beim Predigen nicht. Jesus, ich danke dir vielmals für diesen Morgen und Mittag. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen auch wirklich hierher geschickt hast, weil du einen Plan und ein Wachstum und ein nächstes Level in Leiterschaft hast. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du wirklich einfach die Dinge heranblühen lässt und aufblühen lässt im Leben. Jesus, ich danke dir, dass du uns befähigst, dass wir hier in VS und in Singen und in wo auch immer jetzt alle herkommen, Herr, dass du da was wirklich entwickeln und dass da wirklich was boomen darf. Ich bete auch für Berufungsmomente, die hier passieren. Ich bete nochmal für, vor allem auch in den nächsten Blöcken, wo es noch mehr zum Leben kommt. Heute war vielleicht wirklich erschlagen, aber dass wir wirklich, dass wir irgendwie so gut erschlagen sind, ja, dass es wirklich zum Leben kommt. Ja, wir beten auch für Schutz, für die richtigen Dinge, dass die in unserem Leben behalten werden. Wir beten für Demut in unsere Kirchen und in die Orte reinzugehen und da nicht zu sagen, oh, ich weiß jetzt Bescheid, sondern dass wir da treu sind und da dienen, wo wir dienen können. Und ich danke dir, Vater, dass du so einen guten Plan hast, dass du eine Kirche hast, dass du ein Leib hast. Und ja, danke, dass wir da drin eine Rolle spielen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.